Ich begrüße euch recht herzlich zu einer ganz besonderen Jobklassenfolge hier im Spiel Final Fantasy XIV Stormblood. Es ist also soweit, sich einer neuen Jobklasse zu widmen, die mit der Erweiterung Stormblood dazugekommen ist. Im Jahr 2015 zur Erweiterung Heavensward gab es ja drei neue Klassen. Zum einen der Dunkelritter, der Astrologe und der Maschinist. Und jetzt mit der Erweiterung Stormblood kam der Rotmage dazu und der Samurai. Und ich habe gedacht, ich werde mal mit dem Rotmage anfangen, und das liegt nicht daran, dass ich selbst hier auch ingame eine rote Frisur habe oder rote Haare, sondern einfach, da mich die Klasse so ein bisschen, ja nicht bisschen, sondern sehr neugierig macht. Ja? Einerseits von der Story, wo ist der Rotmage anzusiedeln in der Final Fantasy Historie, da bin ich nicht so involviert, und zum anderen auch, wie wird er sich spielen? Ja, und das sind so zwei Faktoren, die eine große Rolle gespielt haben, weswegen ich jetzt auch mit dem Rotmagier weitermachen werde oder anfangen werde mit der ersten neuen Klasse mit Stormblood. Und mich freut es natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und ja, bevor wir loslegen, würde ich mir sagen, ich blende wie gehabt mal das Interface ein. Das ist natürlich wichtig, denn ohne Interface geht hier gar nichts. Ja, und da stehe ich hier auch gerade im Tal Kreuzgang in Tarnalan bei der Saphirstraße. Ja, und dort bei den Koordinaten X14, Y11 können wir die Quest des Rotmagiers beginnen ab Stufe 50. Von der Grundvoraussetzung kann ich euch nur kurz mit auf den Weg geben, dass ihr mindestens oder zumindest eine Klasse auf Level 50 gespielt haben müsst zuvor, bevor ihr auch hier die Quest des Rotmagiers anfangen könnt. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Und des Weiteren, ich muss ja sagen, ich bin, was der Rotmagier, also den Rotmagier betrifft, nicht so involviert. Ne? Ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Und da würde ich sagen, ich werde mal einfach kurz auf der offiziellen Homepage von Final Fantasy XIV mal vorbeischneiden. Zumindest habe ich sie gerade schon hier auf. Und würde euch mal so ein bisschen Informationen geben, so dass wir ein Basiswissen haben, ja, was da zum Thema Rotmagier so steht. Vorweg gesagt, der Rotmagier ist eine magische Fernkampfklasse. Und da steht von der Story oder als Background-Info beim Rotmagier steht folgendes: Gry-Abania, die Bergregion im Osten vom Ablatischen Rückgrat. Die sechste Katastrophe beendete die fünfte Ära des Lichts mit einer alles verschlingenden Flut. Viele verzweifelte Blicke, hoffnungsvoll in den Himmel gerichtet, und folgten dem Leuchten der Sterne in die Berge. Unter den Schutzsuchenden waren auch die Schwarzmagier aus Mar und die Weißmagier aus Amdapur, welche die Katastrophe verschuldet hatten. Aha. In dem verzweifelten Versuch, sich gegen die drohenden Untergang zu stemmen, verbündeten sie sich die ehemaligen Erzfeinde. Sie verschmolzen ihre Kräfte zu einer völlig neuen Form der Magie. So wurden die Rotmagier geboren, die bewaffnet mit magischen Rapieren in den Kampf ziehen. So ist es also. Die Schwarzmagier und die Weißmagier waren verfeindet. Und ja, aus diesen beiden Klassen, die es ja schon gibt hier im Spiel Final Fantasy XIV, ist also der Rotmagier entsprungen, rein aus der Not heraus. Und das macht mich natürlich noch neugieriger, wie es von der Story sein wird vom Rotmagier. Ja? Ob da wieder ein Konflikt entfacht wird zwischen den Weißmagiern, den Schwarzmagiern, und ne, ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird, und ich hoffe hier ebenso. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann folgt dem Ganzen einfach mal. Wie gesagt, die Grundvoraussetzung ab Stufe 50, eine Klasse zuvor gezockt, und dann geht's hier also los. Ich erfülle natürlich ganz tiefenentspannt diese Grundvoraussetzung, da ich hier auch eigentlich ja alle Klassen auf Level 60 zumindest mindestens habe, und aktuell habe ich den Gelehrten, den Barden, den Beschwörer auch schon auf Level 70, bin parallel auch mit der Melitus zusammen, einer Gildenkollegin, bin ich ja auch schon den Paladin am Leveln. Ich zock Paladin, sie zockt den Barden, das heißt, da gehen wir mit Instanzen schön leveln. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, fängst mit dem Rotmagier mal an, der geht ab Stufe 50 los, da kann ich sozusagen für mich alleine so ein bisschen leveln und das alles so mal genießen. Das ist sozusagen der Masterplan aktuell. Und jetzt will ich mal sagen, genug hier quatscht. Jetzt will ich mal wissen, wie es hier vorangeht und was hier passiert ist. Denn wir sehen hier auch ein verzweifeltes Mädchen. Ja, die schaut wirklich sehr verzweifelt aus. Ich weiß aber nicht warum.
Mein Jagdfalke guckt auch schon ganz gierig drauf. Ich hoffe mal nicht, dass er gleich hier das verzweifelte Mädchen irgendwie auffressen möchte. Nein, du bist brav. Die Frage ist, was ist hier los? Die schaut wirklich sehr ängstlich aus. Hat sie ihre Eltern verloren? Das ist ja so ein Klassiker, oder? So verzweifelte Mädchen am Straßenrand, das ist immer so ein Indiz dafür, dass sie vielleicht ihre Eltern verloren hat. Also, das könnte sein. Ist aber nur eine Vermutung. Das ist auch schon oft passiert im Final Fantasy Universum. Verzweifelte Mädchen suchen ihre Eltern oder Haustiere. Begleiter habe ich auch schon mal gesucht. Aber gut, wir schauen mal. Also, ich würde sagen, wir nehmen die Quest an und dann werden wir schon erfahren, was los ist. Und da sehen wir es auch nochmal ab Stufe 50. Hier gibt es die Quest der Reisende Rotmagier. Es gibt ein bisschen Routine. Es gibt ein bisschen Gil. Dann gibt es natürlich einen Rotmagier-Kristall, der natürlich auch die Farbe Rot hat. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Dann haben wir hier die Hauptwaffe des Rotmagiers. Das ist ein Rapier. Ist eigentlich ein Rapier das gleiche wie ein Degen. Vielleicht lehne ich mich da gerade so ein bisschen zu weit raus aus dem Fenster. Ich bin da nicht so involviert, so was die Waffenkunde betrifft. Aber zumindest sieht ein Rapier so aus wie ein Degen, oder? Aber das werden wir gleich mal genau schauen. Das ist mal die Hauptwaffe des Rotmagiers. Und was haben wir hier noch? Rotes Ausrüstungsset. Ah, das ist ja cool. Das ist auch schön. Das heißt, ich muss mir also nicht nachher noch die ganzen Klamotten des Rotmagiers aus dem Marktbrett rauskaufen. Also vom Auktionshaus. Das war ja früher zu Heavensward-Zeiten war es extrem. Da gab es diese Ausrüstungssets, dieses Grundgear nicht. Das heißt, da musste man für überteuerte Preise dann sozusagen alles aus dem Auktionshaus rauskaufen. Und das war übel gewesen. Das heißt, da hat man auch entgegengewirkt mit Stormblood. Freut mich. Also sprich, für die neuen Klassen gibt es eine Grundausrüstung. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und mal schauen, was das verzweifelte Mädchen zu sagen hat. Und sie sagt Folgendes. Ja. Bist du vielleicht eine Abenteurerin? Bitte, du musst meiner Schwester helfen. Wieso deine Schwester? Doch nicht deine Eltern? Was ist denn los? Naja, wir wurden direkt vor der Stadt überfallen. Ein Reisender kam uns zur Hilfe geeilt und dank ihm gelang mir die Flucht. Aber meine Schwester ist noch da draußen. Okay. Was haben wir hier zur Auswahl? Was sagst du? Entweder ich werde deiner Schwester helfen oder wissen eure Eltern Bescheid? Na, ich glaube, es ist wichtiger, der Schwester zu helfen. Wirklich? Du wirst uns helfen? Ich bin dir ja so dankbar. Der Reisende, der mich gerettet hat, sah sehr stark aus. Irgendwie wie ein Magier, aber mit einem Schwert. Doch die Bösen sind einfach zu viele. Die kann er nicht alle alleine besiegen. Geh bitte schnell zur Kakteenmulde und hilf ihm und meiner Schwester, ja? Ja, kann ich machen. Ich war schon lange nicht mehr bei der Kakteenmulde. Ich weiß gar nicht, wo die Nummer war. Irgendwo da draußen. Okay, sehr gut. Das heißt, na, wer wohl der Reisende ist? Natürlich der Rotmagier. Steht ja auch schon in der Quest drin. Und er soll sehr stark sein. Das freut mich. Er ist ja, glaube ich, grundsätzlich aktuell zumindest von der Erweiterung Stormblood und gehört halt zu den stärksten Klassen. Habe ich gehört. Aktuell. Früher zu Heavensward-Zeiten war es ja eher so der Monk, der Mönch, der als zumindest als Mini-Klasse, als Nahkampfsklasse extremer Damage-Dealer war. Und jetzt mal gucken, ob hier auch der Fernkämpfer, sprich Rotmagier, auch guten Schaden macht. Mal gucken. Also früher zu Heavensward war es, glaube ich, als Nahkampfklasse war wirklich der Monk die stärkste Klasse. Und als Fernkämpfer war es, glaube ich, der Black Mage, oder? Also der Schwarzmagier. Glaube ich. Liegt ja schon wieder was her. So ein paar Monate. Gut. Aber jetzt geht's mal hier los von der Story. Was haben wir hier? Ein adrettes Mädchen. Die sieht auch etwas verschreckt aus. Das ist die Schwester also. Und wen haben wir hier? Das ist natürlich der Rotmagier. So schaut's aus. Okay. Ein langes Schwert gerichtet auf die Feinde. Oh. Und das sind doch die, sind das Schwarzmagier? Kann das sein? Hier liegen schon zwei Leute am Boden. Von den Kutten her sieht's aus, als wären sie Schwarzmagier. Entfacht hier schon der Konflikt im Zuge der ersten Jobklassenquest des Rotmagiers? Oh wei. Okay, gut. Ich bin gespannt. Ich bin sehr neugierig.
So, dann würde ich sagen, quatschen mit dem adretten Mädchen mal. So, und die Schwächter sagt, fass mich nicht an. Oh, du bist keiner von denen? Nein, sieh so aus. Ich bin Barde. So, was passiert hier? So. Sie sehen ziemlich grimmig aus. Er aber auch. Wow. Heidewitzka. Der wehrt sich ja gar nicht. Boah. Das sah nicht schlecht aus. Rein schon von den Effekten. Ja, der da lässt man einen raushängen hier vom Feinsten. Ja. Sehr schön. Gefällt mir. So. Und der rot gekleidete Magier sagt, und du bist? Naja, keiner von denen. Ich komme in friedlicher Absicht. Oh wei. Ja, das war mein Auftritt. So, mal gucken, was der Magier in Rot zu sagen hat. Und er sagt Folgendes. Du wolltest mir helfen? Hättest du das gleich gesagt, dann hätte ich dir einen übel gelassen. Ein wildfremdes Mädchen hat dich vollgejammert und du konntest gar nicht anders, als ihr zu helfen. Du gefällst mir. Wir sind vom gleichen Schlag. Ja, du hast aber einen interessanten Humor. Ich bin Tiu Tia, Reisender Rotmagier. Wie heißt du? Ich bin Sirena Lewis. Sirena? Den Namen habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Das adrette Mädchen sagt auch noch, Entschuldigung, ich möchte mich bei euch bedanken. Ja, kein Problem. Und Tiu Tia sagt, gern geschehen, mein Kind. Und noch alles dran? Sein Humor gefällt mir, sehr gut. Gut, wir sollten dieses Mädchen zu ihrer Schwester bringen. Zeigst du uns den Weg? Ja, das mache ich. Aber geht schon mal vor. Ich zeige euch den Weg, aber geht schon mal vor. Ja, herrlich. Ja, das ist doch schon mal ein guter Auftakt, oder? Ich finde, durch solche kurze Dialoge kann man schon sehr viel heraushören oder erahnen, welche der Charakter dahinter steckt. Ja? Also der scheint ja wirklich sehr locker flockig unterwegs zu sein. Also sehr tiefenentspannt. Und hat einen sehr interessanten Humor. Also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. So, und da stehen die drei, sind wieder schon vorgegangen. Sie kannten anscheinend doch noch den Weg. Und da haben wir den Tirun-Tier, das adrette Mädchen und das verzweifelte Mädchen. Dann quatschen wir mit dem verzweifelten Mädchen und sie sagt, na, Frau Abenteuerin, danke, dass du meine Schwester zu mir gebracht hast. Das adrette Mädchen antwortet, vielen lieben Dank, dass du uns geholfen hast. Ich hatte solche Angst, meine Schwester nie wiederzusehen. Ach, der Mann in Rot hat alle Bösewichte fertig gemacht, mit seinem Schwert und mit Magie. Genau wie die Helden aus Papas Geschichten, die vom Roten... Und hier und hier sagt, vom Roten Sturm? Das war eine Gruppe von Rotmagiern, die vor 20 Jahren für Alamigo kämpften. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich so weit im Süden von Eosea ihre Geschichten erzählt. Okay. Der rote Sturm. Eine Legende. Und das adrette Mädchen sagt. Ja, genau. Der rote Sturm kämpft für die Schwachen und Wehrlosen, richtig? Sagt ihr. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Euer Vater ist Migit? Das erklärt seine Auswahl für Gute-Nacht-Geschichten. Nun sollten wir euch nach Hause bringen. Und das adrette Mädchen sagt, na, nicht nötig, wir wohnen ganz in der Nähe, aber danke nochmals, Mann in Rot. Und danke auch dir, Abenteuerin. Ja, kein Problem, ich stand hier nur daneben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt stehen wir noch hier mit dem Tiruntier und er sagt, tja, das wäre erledigt. Sirena war der Name, oder?
Wollen wir irgendwo auf unsere guten Taten etwas anstoßen? Ja, können wir machen. Gesell dich einfach zu mir, wann immer du Lust hast. Ich übernachte in Kohlenstaub. Du findest mich dort im Würfel und der Becher. So heißt wohl die Taverne. Interessant. Also, wie hat der Charakter gefällt mir sehr. Muss ich sagen, er hat nur ein bisschen Smalltalk gehalten, habt ihr mitbekommen. Aber ich glaube, das wird eine sehr interessante Story werden. Mhm. Und der Rote Sturm, also eine Gruppierung von vor über 20 Jahren aus Rotmagiern zusammengeschustert. Die Frage, die ich mal einfach nur stelle, ist, ob die wirklich so hilfsbereit waren früher oder ob es einfach nur so eine Märchengeschichte ist. Das erinnert mich ja so grundsätzlich so ein bisschen an die Dunkelritter-Story von Heavensward. Also solltet ihr mal die anderen Jobklassen-Quests verpasst haben oder noch gar nicht gemacht haben und das euch interessieren, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr auch die Playlist sämtlicher anderen Jobklassen-Quests, die ich schon gemacht habe. Und da ist auch die vom Dunkelritter dabei. Und soweit kann ich sagen, der Dunkelritter hatte auch so eine soziale Ader. Und der hat sich auch für die Schwachen eingesetzt und das war auch eine sehr coole Story eigentlich. Kann ich euch empfehlen. Und bin gespannt, ob das jetzt auch hier so fast in die gleiche Richtung geht. Dass die Rotmagier wirklich ein rein guter Trupp ist. Oder ob die doch ein bisschen was Dreck am Stecken haben. Ich weiß ja nicht. Wir werden es herausfinden zusammen. So, wo muss ich jetzt hier hin? Geht das hier überhaupt rein? Boah, hier war ja schon Ewigkeit nicht mehr gewesen. Ich glaube, gefühlte 4 Jahre oder so, wo ich hier gequestet habe. Ah, hier kann man echt reingehen. Ach, schön. Es gibt doch nichts Schöneres als eine Taverne. Ich überlege gerade, ob ich hier jemals schon mal drin gewesen bin. Ich glaube nämlich nicht. Was haben wir denn hier? Ein Gast mit dem Namen Mächtiger Stamm. Und der Ricard. Interessant. Immer neue Ecken. So, hier haben wir noch eine Händlerin, da gehen wir auch noch kurz hin. Was verkauft die denn so? Also ein bisschen Essen. Ja, 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 lecker, lecker. Aber jetzt nicht. Jetzt wird nicht gegessen, es wird ein bisschen getrunken, glaube ich, hier mit dem X-Hund-Tier. Also, auf geht's. Und der X-Hund-Tier sagt, hey, du bist gekommen. Ich habe den Eltern der Mädchen einen Besuch abgestattet. Und sie haben mir auch für dich etwas mitgegeben. Aus Dankbarkeit. Die Eltern sind wohlhabende Kaufleute und die Schurken hatten vor, ihre Töchter zu entführen und Lösegeld zu fordern. Papa und Mama haben nun ein paar stämmige Leibwächter für ihre Töchter angeheuert. Sicherlich besser so. Mhm. So, und X-Ruhend hier sagt, naja, Sarina, mir ist aufgefallen, wo ich deinen Namen schon mal gehört habe. Wie konnte ich nur die Heldin vergessen, die bei der Befreiung Alamigos die Hauptrolle gespielt hat? Ich stamme aus Alamigo und im Namen aller Migiten möchte ich dir danken. Kein Problem. Zuerst habe ich deinen Namen von Alizée gehört. Sie hat davon geschwärmt, wie sehr sie dich bewundert und seitdem habe ich gehofft, dich eines Tages mal zu treffen. Na, sieh's mal, die Welt ist klein. Ja, du fragst dich jetzt, woher ich Alizée kenne? Tja, auf meinen Reisen bin ich ihr ganz zufällig begegnet. Und weil sie interessiert war, habe ich sie in die Kunst der Rotmagier eingeführt. Du hast ja gesehen, wie Rotmagier kämpfen. Wir bedienen uns magischer Tricks, verwenden jedoch gleichzeitig ein besonderes Schwert namens Rapier. Wenn du Interesse hast, kann ich dir dies beibringen. Du würdest bestimmt ein toller Rotmagier sein. Ja, dafür bin ich auch hier. Du hast ohne zu zögern jemandem in Not geholfen. Ich bin mir sicher, dass du die Kampfkunst der Rotmagier für den richtigen Zweck einsetzen wirst. Doch vor allem gefällt mir die Entschlossenheit in deinen Augen. Pass auf, ich mache dich zu meiner Schülerin und im Gegenzug begleitest du mich auf meinen Reisen und hilfst mir zusammen, Leute in Not zu retten. Wenn du einverstanden bist, erhältst du von mir die nötige Ausrüstung. Kennst du dich mit Kristallen aus? Dieses besondere Exemplar enthält die Erinnerung der Rotmagier vergangener Zeiten. Du brauchst nur die Hand danach auszustrecken. Na, wenn das so einfach ist?
Gut, ich bin interessiert. Ich bin weiter interessiert, gerne den Weg einzuschlagen. So. Und Zirumuntia sagt, also, was sagst du? Willst du ein Rotmagier sein? Also, nimmst du den Rotmagierkristall an? Ja. Ich sag dir bereits, deine Entschlossenheit gefällt mir. Der Kristall wird deinen Geist mit den Grundlagen der Rotmagier erfüllen. Er gehört nun dir, Sarina. So einfach geht's also. Mit der Zeit und mit viel Training wirst du ihm die magischen Tricks der Rotmagier entlocken. Doch nun will ich dir erstmal deine Belohnung geben, bevor ich es noch vergesse. Aha, okay. Das ergibt also auch jetzt Sinn. Das heißt, meine Belohnung ist die Grundausrüstung des Rotmagiers. Sehr schön. Auftrag abgeschlossen. Unser erster als Rotmagier. Rotmagier, freigespielt mit der Errungenschaft Alarmstufe Rot 1. Sehr cool. Alarmstufe Rot 1. Ist das eine Anspielung auf ein gewisses Videospiel? Einer meiner früheren Strategiespiele, die ich sehr gerne gespielt habe. Alarmstufe Rot. Vielleicht kennen das einige von euch. Aber gut. So, jetzt bin ich natürlich neugierig. Okay, Rotmagier Stufe 50 habe ich jetzt hier freigeschaltet. Auch im Charakterfenster ist es jetzt verfügbar. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal umziehen, wa? Das heißt, aber vorher muss ich mal hier auspacken. Also, rotes Ausrüstungsset. Eine Kiste, die ein komplettes rotes Ausrüstungsset enthält. Kann nicht außerhalb großer Städte verwendet werden. Das verstehe ich bis jetzt noch immer nicht. Das ist ja auch bei den Level 70er Sets, die man bekommt, ist es ja genau das gleiche. Da kriegt man auch so ein Ausrüstungsset als Belohnung und man kann die irgendwie nur in großen Städten auspacken. Ich verstehe nicht warum. Das heißt, ich muss hier weg. Aber bevor ich hier weg mich bewege oder teleportiere, muss ich mal kurz schauen, ab wann ich die nächste Quest wieder annehmen kann. Ab Stufe 50. Aber ganz ehrlich, das ist doch jetzt richtig suboptimal gemacht. Ganz ehrlich. Boah, das ist jetzt aber. Das ist aber jetzt echt mies. Das ist ja voll doof gemacht. Macht's immer. Ja, gut, ich kann die Waffe hier anziehen. Das geht ja. So, und ich kann auch den Kristall. Und jetzt könnte ich jetzt. Das ist ja. Jetzt könnte ich nackt die Quest annehmen. Weil ich ja nicht das Ausrüstungsset anziehen kann. Weil ich es hier nicht auspacken kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann euch hier nicht nackt die Quest annehmen. Ich meine, das ist ja. Boah, das ist sowas von suboptimal gerade gelöst. Das ist echt komisch. Also bitte mal ein bisschen mitdenken, Leute. Ich meine, das ist echt, naja, egal. Die Frage ist jetzt die, wie machen wir das jetzt? Okay, komm. Wir teleportieren uns mal weg. Ich muss mir schnell was anziehen, sonst verkühle ich mich. Das heißt, wir teleportieren uns mal nach Kugane, weil nur da darf ich mich hier umziehen mit dem neuen Set. Wisst ihr? Naja, komisch gelöst. Das ist echt suboptimal. Gut, wir machen es so, wir teleportieren jetzt das Kugane, ich werde das Set anziehen, dann werde ich mal ein bisschen die Skills mir mal anschauen mit euch zusammen, in dieser Folge noch, und dann später gehen wir die Story richtig an. So, warte mal. Zack. Also, einmal umdrehen. Jetzt können wir das Set mal hier auspacken. Auf geht es. Na gut, kein Platz im Inventar, ich raste aus. Okay, warte, ich muss mal wieder hier was entsorgen. Ich habe extra noch vor der Aufnahme, habe ich jeweils einen Slot eigentlich freigelegt. Oder doch nicht? Ich habe doch da alles umgeräumt. Komisch. Okay, warte mal. Jetzt, ich habe erst drei Klassen auf Level 70 und ihr seht selbst, ich habe wieder alles hier rappelvoll, ich raste aus. Boah, ich brauche noch irgendwie drei Gehilfen oder so. So. Wieso habe ich so viel jetzt auf einmal wieder? Ich habe doch vor der Aufnahme. Also vermehren sich die Gegenstände oder so? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Wegwerfen. Und das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ich muss überhaupt mal hier beiseite legen. Ich habe so viel Kräutertränke, warte mal. Kann ich das jetzt machen? Was packen geht's jetzt? Nee, geht nicht, die Hose. Ach komm, verdammt! Es gibt nichts Nerviges als Inventar voll. So, warte. Wir müssen mal kurz zur Crema klingeln. Ich muss mal kurz was verkaufen. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass ich komplett alles
freigeräumt hätte, aber ist wohl nicht an dem. So, warte. Das heißt, wir vertickern mal kurz. Hoppala. Wir verkaufen mal kurz ein paar Kräutertränke. Um Platz zu schaffen. 250. Ja, komm, machen wir jetzt für 240. Ein Schnäppchen. Ich habe mich so viele Staatstaler. So viele Staatstaler habe ich die letzte Zeit erfarmt durch Abgabe von Gegenständen. Das ist unglaublich. Also man kann ja die ganzen Klamotten, die man hier bekommt, kann man ja eintauschen bei der staatlichen Gesellschaft für Staatstaler. Und für Staatstaler kann man sich ja dann dementsprechend die Kräutertränke zum Beispiel holen. Nicht nur Kräutertränke, auch weitere Sachen. Ja, komm. Das sollte reichen, oder? So, das heißt nochmal ins Arsenal rein. Dann müssen wir noch hier eine Hose ablegen. Das ist mir auch alles voll. Und dann sollte es, glaube ich, langsam gehen. So. Zack, zack. Nee, Hände auch noch. Ich habe schon wieder auch Handschuhe zu viele. So, aber jetzt müsste doch gehen, oder? Also, versuchen wir es nochmal. So, jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Okay. Gut, ich würde sagen, ziehen wir uns mal an hier. Das ist ja schon ein bisschen frisch, aber bevor wir hier ein bisschen ins Licht stellen, die ist ja schwer dunkel. Also, fangen wir an. Legen wir mal Kopfteile an. Was haben wir hier? Ein Hut. Ja, klassisch, rotmagiermäßig, passt optisch sehr gut. Dann muss ich mir ein neues Set anlegen, bevor ich es überschreibe. Das wäre schlecht. So, neues Set. Ihr seht es auch hier. Ich habe so viele Sets. Das ist unglaublich. Rotmagier machen wir mal ab 50. Okay, gespeichert. Und dann weiter geht's. Also, aha, ja, schönes Dekolleté. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gefällt mir schon mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Handschuhe. Mhm, ja, auch klassisch. Es entspricht voll und ganz dem, was ich ja schon an unserem Rotmagiermeister gesehen habe. So, Hose anziehen natürlich und die roten Stiefel, die nicht rot sind. Da steht rote Stiefel, aber die sind braun. Irgendwas ist falsch. So, okay. Was haben wir noch hier? Mhm. Ring und so weiter. Die rechte Seite muss ich mir natürlich selbst noch zusammenschustern. Das heißt, da muss ich dann schon zum Marktbrett. Das mache ich später aber. So, warte, jetzt erstmal das Speichern. Gürtel brauche ich einen neuen. Okay, aber so schaut es aktuell zumindest aus. Also, das ist wirklich so das Grundset vom Rotmagier. Bis auf die Schuhe, die hätten auch noch rot sein können eigentlich. Ist das eigentlich so alles passend? Okay, Gegenstandsstufe 115. Ist jetzt nicht ultimativ hoch, aber wie gesagt, wir sind ja auch erst ab Stufe 50, geht's los hier. Warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, na komm, wir gehen mal ein bisschen auf die Geschichte des Rotmagiers ein. Speziell jetzt auch, was wir hier an Jobbalken haben. So, warte mal. Wir haben jetzt hier test noch diesen Jobbalken, den müssen wir mal verschieben. Macht mal Layout. Balancebalken ist das hier, so heißt es. Beim Baden ist der Leadbalken, beim Gelehrten ist der Feenbalken zum Beispiel. Und hier ist der Balancebalken. So. Passt das? Ja, tun wir mal so rechts unten hin, das passt. So, lesen wir durch. Was haben wir jetzt hier? Also, der Jobbalken heißt Balancebalken und der bewirkt Folgendes. Der Balancebalken zeigt das Verhältnis zwischen weißem Mana und schwarzem Mana. Okay. Die Mana-Menge steigt bei Verwendung bestimmter Zauber. Wenn sie einen gewissen Wert erreicht, verwandelt sich Riposte in magische Riposte. Okay. Oder Zwerchhau in magischer Zwerchhau. Und Redoublement in magisches Rebo. Keine Ahnung was. Redoublement. Bestimmte andere Kommandos werden einfach. Werden ebenfalls verstärkt. Wenn das Ungleichgewicht zwischen weißem Mana und schwarzem Mana zu groß ist, leuchtet der Stein oben am Balken in der entsprechenden Farbe auf. Und die Mana-Sorte, von der weniger vorhanden ist, steigt langsamer. Ach so, okay, das verstehe ich zumindest vom Ansatz her. Man muss die Balance wahren zwischen schwarzen und weißem Mana. Hier sehen wir es auch bildlich. Weiß ist wohl links, ne? Weißes Mana und schwarzes Mana ist hier blau hinterlegt auf der rechten Seite. Und wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt, dann wird es halt auch gekennzeichnet durch diesen Rubin oben. Aha, okay.
Das heißt, Ziel ist es, die beiden Werte gleichzeitig hoch zu pushen, richtig? Und dann dementsprechend auszulösen. Okay, das hört sich doch jetzt ein bisschen komplex an, zumindest so von den Skills natürlich. Komplettes Neuland. Wie machen wir es am besten? Ich würde sagen... wie gehen wir das an? Ich würde sagen, wir werden das konkret in der nächsten Folge mal ein bisschen thematisieren. Ich werde mich jetzt mal an die Trainingspuppe ranbegeben, ein bisschen mal reinfuchsen in das Ganze. Und dann kann ich euch wohl auch dann mit der nächsten Jobklasse-Quest ein bisschen mehr erzählen, wie man am besten was hier anordnet. Das ist für mich halt wirklich auch extrem neu. Ist ja klar, neue Klasse, neues Glück. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt mal gewesen für diese Folge. Und sollte euch das gefallen, weil ich hier so fabriziere, dann schreibt in die Kommentare, gebt mir eure Rückmeldung zum Thema Rotmagier. Ist es eine tolle Klasse oder weniger, schreibt es rein und gebt den Ganzen einen Daumen hoch, falls euch das gefällt. Ich würde mich freuen und dann sage ich mal, bis zur nächsten Jobklassen-Quest hier im Spiel Final Fantasy XIV Stormblood, wenn es heißt Rotmagier voran. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.